Heute geht es um die Abstandsformel und wie du ganz einfach den Abstand von einem Punkt zu einer Ebene ausrechnen kannst. Immer wenn du hörst, dass du den Abstand von einem Punkt zu einer Ebene berechnen sollst, dann fällt dir sicherlich das Lot-Fußpunkt-Verfahren ein. Das ist ziemlich umständlich und viel einfacher geht die ganze Sache mit dieser Abstandsformel. Schauen wir uns die Abstandsformel nochmal an. Was ist denn da einzusetzen? P, das ist der Ortsvektor zu dem Punkt P. A, das ist irgendein Punkt, der sich auf der Ebene befindet. Den normalen Vektor, den müssen wir halt zum Beispiel aus der Koordinatenform ablesen. Machen wir uns frisch ans Werk. Mit dem Beispiel gegeben ist die Ebene E, 2x plus y plus z ist gleich 20 und wir sollen den Abstand des Punktes P 5, 5, 7 zu E berechnen. Als erstes mal schreiben wir mal den Ortsvektor von P auf. Naja, das ist einfach nur die Punktkoordinaten jetzt als Spaltenvektor geschrieben, also 5, 5, 7. Den normalen Vektor, den können wir ja locker ablesen. Das sind nämlich die Koeffizienten hier in der Koordinatengleichung, also 2, 1 und 1. Irgendeinen festen Punkt auf der Ebene, der lässt sich auch sehr schnell finden, denn am besten setzen wir 2 der Koordinaten gleich 0 und dann können wir einfach die letzte, die dritte, so einsetzen, dass die Gleichung stimmt. Also wenn yz 0 sein soll, dann müssten wir natürlich für x zum Beispiel 10 einsetzen, aber 2 mal 10 ist 20. Ich mache es mir jetzt ganz einfach und sage einfach, naja, der feste Punkt, das ist zum Beispiel als Ortsvektor geschrieben 10, 0 und 0. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch in die Abstandsformel einsetzen. Das heißt, der Abstand, der wird eben sein 5, 5, 7 minus 10, 0, 0. Das wird skalar multipliziert mit dem normalen Vektor 2, 1, 1. Und dann am Ende wird noch durch die Norm des normalen Vektors geteilt. 2, 1, 1. Und natürlich dürfen wir oben nicht die Betragsstriche vergessen. So rechnen wir das aus. Hier in der eckigen Klammer, da können wir erstmal die Vektoren verrechnen. Das gibt also minus 5, 5 und 7. Das muss dann multipliziert werden mit 2, 1 und 1. Und unten lässt sich bereits die Norm, also die Länge des normalen Vektors ausrechnen. Naja, das ist einfach die Summe aus allen Quadraten in den Koordinateneinträgen und daraus die Wurzel, das ist Wurzel 6. Vergesst ja nicht die Betragsstriche, denn es könnte ja sein, dass oben ein negatives Skalarprodukt rauskommt, wird es allerdings nicht. Wir rechnen es aus, dort steht also minus 5 mal 2, das ist minus 10, plus 5 mal 1 sind wir immer noch bei minus 5 und dann kommt noch plus 7 mal 1, also sind wir bei 2. Das Ergebnis ist 2 durch Wurzel 6 und das sind rund 0,82.